Hallo, ich hoffe, dir geht's gut. Heute machen wir mit Blaubeeren gefüllte Pfannkuchen. Das ist für mich eine Kindheitserinnerung. Ich habe die früher mal sehr, sehr gern gegessen und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das Rezept heute mal für dich. Wenn du mal sehen willst, dann bleib einfach dran. Bevor wir die Blaubeersoße zubereiten, ist auch wirklich easy peasy. Das Rezept habe ich auch schon mal hier online. Und das hier ist der Teig. Ja, ich habe den Teig schon mal vorbereitet. Das heißt, 400 Gramm Mehl, 750 Gramm an Milch und 3 Eierprise Salz. Alles eingegeben, vermengt und steht jetzt da, soll ein bisschen ruhen, weil wir dann anschließend gleich nochmal durchrühren werden und dann können wir den super zubereiten in der Pfanne, die Pfannkuchen. Aber in der Zeit, wo das jetzt ruht, kochst du einmal die Soße und die geht auch wirklich sehr, sehr einfach. Ich habe hier einen Topf, den habe ich schon mal Herd gegeben und angemacht. Und ich gebe hier ein bisschen Wasser rein. Ja? Das sind vielleicht, lass mich nicht lügen, 80 Gramm Wasser. Und was brauchen wir noch für die Soße? Zucker. Du kannst jede Art von Zucker nehmen, das heißt normalen Haushaltszucker, den weißen, braunen Zucker. Du könntest theoretisch auch Agavendicksaft nehmen, habe ich zwar noch nie gemacht, aber könnte man auch nehmen. Und den Zucker geben wir da rein und lassen den mit dem Wasser einmal aufkochen und dann ja, sich komplett auflösen. Und dann gibst du erst die Blaubeeren dazu. Du siehst hier 50 Gramm Zucker, lasse ich reinrieseln. Und wie gesagt, einmal verkochen. Wenn das hier einmal aufgelöst ist, gibst du Heidelbeeren dazu. Wir haben jetzt, wo ich das drehe, April. Das heißt, Heidelbeersaison ist noch nicht und ich möchte gerne auch diese saftigen, kleinen, aber saftigen, blutroten Heidelbeeren. Ja? Also diese Wildheidelbeeren, die kannst du dann wunderbar tiefgekühlt besorgen und gibst die dann anschließend da rein und fängst an mit 200 Gramm und die zerkochen dann und dann brauchst du nicht mal Stärke zum Andicken, weil wenn die zerkochen und ein bisschen eindickt, die Heidelbeeren an sich, die haben sehr viele Ballaststoffe, die das alles andicken. Ja? Und hinterher kannst du noch ein paar, in den letzten 2 Minuten noch ein paar Tiefkühler zugeben, die dann auftauen, aber nicht mehr aufplatzen. Hast du also automatisch noch so ein paar Feste da drin. Das reicht erstmal und ein bisschen schwenken, sodass sie vielleicht gleich alle unter der Flüssigkeit sind. Ah, so geht's auch. Und dann jetzt einmal kochen lassen und reduzieren lassen. Du kannst auch gerne ein bisschen mehr Power reingeben. Bisher war es bei mir noch auf niedriger Stufe. Und dann reduziert es ein bisschen schneller. Die Soße, du siehst es hier. Die kocht ja schon schön weiter ein, reduziert schön, wird auch schon ordentlich dick, aber wir können inzwischen auch einmal nochmal hier unseren Teig durchrühren und dann können wir den auch schon mal anfangen auszubacken. Ja, wir möchten natürlich auch noch heiße, du möchtest natürlich auch noch heiße Soße da drin haben in den Pfannkuchen, was ja auch vollkommen verständlich ist. Und die Pfannkuchen, die brauchen immer auch eine gewisse Zeit. Gerade wenn du das Rezept für 4 Personen machst. So, und Pfannkuchen machen muss ich dir jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Das solltest du schon mal ein paar Mal gemacht haben. Vielleicht machen wir einen zusammen, aber ich zeige dir jetzt nicht alle. Und genau. Im Endeffekt machst du jetzt Pfannkuchen und dann füllen wir die gleich nur noch und klappen die zusammen. Aber das zeige ich dir gleich. Bleib dran auf jeden Fall. Und genau, ich backe jetzt erstmal einen Pfannkuchen. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Von unten. Du siehst hier, wenn du noch nie Pfannkuchen gemacht hast, der ist noch zu hell. Aber wenn der oben schon fest ist. Egal. So, hier habe ich gerade reingestochen. Müssen wir nochmal ein paar Minütchen warten. Ja, 1 Minute, 2 oder so. Und dann kannst du den auch schon drehen. Weiter ausbacken lassen, bis er auch leicht bräunlich ist und dann auf den Teller geben. Und dann schichtest du natürlich und dann bleiben die in der Mitte auch schön warm. Ja, also das ist der Trick dabei. Du kannst ihn jedenfalls aber auch im Backofen warm halten, aber Backofen durch die Umluft trocknet ihn auch wiederum aus. Ja, das musst du beachten. Inzwischen siehst du hier, dass die Soße schon ordentlich eindickt. Ja. Die Beeren sind sogar zum Teil noch erhalten. Finde ich ganz schön. Man könnte theoretisch das auch nochmal mit einem Mixer aufpürieren, dann wird es jetzt noch dicker werden, aber ich mag das ja ganz ehrlich so. Deswegen, und
Ich gebe trotzdem noch ein paar Beeren rein. Also das ist ungefähr auf 200, 250 Gramm. Komm, mach einfach so viel rein, wie du magst. Und du siehst jetzt hier einmal schön dickflüssig. Die Kälte der Beeren, natürlich dickt das auch noch an. Das solltest du beachten. Jetzt wird es wieder ein bisschen erwärmt, wird es wieder ein bisschen flüssiger, aber immer noch dick. Ja, also dickflüssig. Und genauso soll es sein, dann kannst du es runterdrehen, warm halten, bis die ganzen Pfannkuchen fertig sind. Und den sollten wir jetzt auch mal umdrehen hier, den Pfannkuchen. Ja, guck mal. Das ist doch mal ein 1A Pfannkuchen. Sieht ja nicht schön aus. Und den von einer Seite bräunen lassen, auf den Teller geben, ab die Post. Warten, bis dann die Soße fertig ist. Die ist eigentlich schon fertig. Aber warten, bis die ganzen Pfannkuchen fertig sind, dann kannst du die füllen. Das zeige ich dir jetzt bei einem. Und dann weißt du, wie es geht und einfach nur lecker. So, jetzt schauen wir hier, wie das aussieht. Jetzt nimmst du dir die Pfanne. Der Pfannkuchen kommt drauf. Warte. So, ablegen. Und jetzt hast du hier deine wunderbare Blaubeersoße. Die legst du auf eine Seite. Siehst du dir das hier? Richtig, richtig lecker. Und dann gehst du hin. Und klappst das zu. Und dann hast du hier so einen richtig leckeren Blaubeerpfannkuchen. Und das ist super, super lecker. Und so, und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, das Rezept hat dir gefallen. Du hast gesehen, Blaubeerpfannkuchen und gefüllte Blaubeerpfannkuchen zu machen, ist wirklich sehr, sehr einfach. Wie gesagt, ist ein Kind aus meiner, ein Rezept aus meiner Kindheit, so heißt es. Was ist denn dein Kindheitslieblingsklassiker? Schreib mir doch mal einfach einen Kommentar und dann würde ich mich echt drüber freuen. Dann bin ich raus jetzt. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann.